Hi zusammen zum dritten Video. In Folge, sagen wir es mal so. Ich habe entschlossen, mich nochmal eine Review zu geben, weil ich Sachen ja aufräumen muss, was ich jetzt dabei hatte. Und dachte, ich bin mal so klug und mache das direkt und pack das dann ein und zeige euch einfach mal, was neu dazugekommen ist. Weil eigentlich war der Plan ja nicht zu kaufen. Aber ich wurde überrascht von ein paar tollen Dingen. Wie es ja im Leben mal nur mal so ist, kommt es anders da, als man denkt. Und ich zeige euch mal, wie meine Kosmetiktasche aussieht, was ich dabei habe und was hätte ich noch mitnehmen müssen. Zuallererst möchte ich euch eine Review dazu abgeben, wenn es soweit ist. Ich möchte aber aktuell euch sagen, ich kann sie euch zu 100% empfehlen, denn die Töne sprechen für sich. Ich habe, sorry, es ist kein Popel, ja? Ich habe Aua in der Nase vom Naseputzen und möchte euch nicht mein Popel zeigen. Also mein Aua. Sieht aber aus wie ein Popel. Ja. Oh. Das ist diese wunderbare Palette. Ich habe sie gekauft nicht wegen den matten Tönen, wobei die auch gut sind. Ich habe sie gekauft wegen den Vieren hier. Diese vier sind gigantisch. Zwei davon sind Duochrom. Der goldene ist golden. Den trage ich hier unten. Natürlich sieht man das nicht mehr. Ich habe mich heute Morgen um 9 Uhr, glaube ich, gerichtet. Es ist aktuell 4, ja, paar Stunden her. Ich habe damit schon geschlafen. Die Glitzerpartikel sieht man aber immer noch. Seht ihr das? Je nach Lichteinfall, wie man guckt. Und ich muss sagen, für 13 Euro, ich gönne euch das. Holt euch die auf jeden Fall. Also wenn euch das Farbschema anspricht, es gibt mittlerweile 4. Jenny Highlights hat 4. Ich brauche noch 2 dringendst. Ja, und die andere ist Day and Night. Das war die erste, die ich mir gekauft habe. Die Day and Night. Gigantisch, gigantisch schön. Auch wegen 4 Tönen. 5. Da haben mich jetzt 5 sofort angesprochen. Diese 4 waren so meins. Und das ist so metallisch mit Glitzerpartikel, wobei man die Glitzerpartikel nur bei richtigem Tageslicht oder in der Lampe sieht. Jenny Highlights hat mich damit schon mal angefixt. Das ist allerdings schon etwas hier. Der ist so schön. Also wenn man so guckt, ist der lila. Und wenn man so guckt, ist er grünlich. Ich hatte die Palette schon euch auch auf Tragebildern gezeigt. Gerne könnt ihr mir bei Instagram folgen. Ich poste da eigentlich täglich mein Make-up. Vielleicht ist ja auch mal was für euch dabei. Gigantisch schön. Dadurch habe ich angefangen, wieder blau zu tragen. Es hat mir super gefallen, auch als Cat-Eye-Liner. Ich habe mir Duraline Drops geholt. Da kann man sie ganz gut benutzen. Und ich bin froh, sie in meiner Sammlung zu haben. Und ein absolutes Must-Have für Make-up-Junkies, sag ich mal, die besondere Augen-Make-ups haben wollen. Jetzt nicht so schlichte, einfache braune, sondern so ein Topper obendrauf oder irgendwas für erschwinglich. Ja, das kann man sich mal bei Rossmann mitnehmen. Ich finde, bei 129 Dollar überlegt man sich das. Da kann man sofort zuschlagen. Also absolutes Empfehlung wert. Das habe ich jetzt am letzten Tag noch gekauft und meine Mutti damit geschminkt. Am letzten Tag, ich hatte es euch auch gepostet gehabt, und am vorletzten Tag habe ich sie mit der Night and Day geschminkt gehabt. Ja, in einer Mischung und mit dieser. Das ist jetzt die OPV Star Spotlight Palette. Die hatte ich ja tatsächlich, ich glaube, 4 Monate da liegen und habe sie überhaupt nicht benutzt, weil ich einfach nicht hinterherkam. Ich muss euch sagen, ich bereue es ja gerade, dass ich sie nicht benutzt habe, obwohl das für mich eine absolute Herbstpalette ist. Wie ihr seht, habe ich gut sie benutzt. Ich habe ja nicht nur mich geschminkt, sondern als meine Tante kam, habe ich dann angefangen, auch sie zu schminken. Und natürlich habe ich euch das nicht immer gepostet, aber überwiegend ging es ja dann um mich. Den einzigen Ton, den ich da nicht benutzt habe, war jetzt einfach dieses Rot hier. Sonst habe ich wirklich in allen ist was drin. Und man sieht auch so richtig die Abnutzung nach einer Woche täglich, sich selber zu schminken und auch jemand anderes. Und ich muss sagen, super geil. Also alle Make-ups, die ich damit gemacht habe, bis auf eins, das lag aber an mir selber, also an meinem Auge, weil er die ganze Zeit getränt habe, habe ich so ein richtig schönes knalle Pink auf dem Auge gehabt mit einem blauen Eyecatcher, meine ich. Richtig geil. Also wer diese Palette sich angucken möchte, ich möchte euch einfach nur mal zwei Farben
zeigen, die ich absolut schätze. Die schätze ich in dieser Palette unheimlich. Sie sind fantastisch. Zum einen ist es dieses braune, braun-grüne und zum anderen ist dieses blau-grüne. Also es ist so. Seht ihr das, wie schön es einfach ist? Also, was habe ich dafür bezahlt? Ich glaube, so um die 20 Euro. Hammer. 20 Euro, absoluter Schatz. Das Lila hier, leider kommt das nicht ganz so schön raus, finde ich, wenn man das. Ich hatte jetzt auch keinen Unterleger, na, was man so unten drunter legen kann, aber ich kann mir das super mit den BH Cosmetics Highlights gut vorstellen in diesen Lila. Und das Blau fand ich auch super schön. Das Dunkelblau. Also ich meine, absolute große, große Liebe, diese Palette habe ich wirklich super gerne benutzt. Und in den ersten paar Tagen, wo ich nur diese zur Verfügung hatte und meine anderen zwei, habe ich sie auch benutzt. Und ich habe sie auch für die Transition und Verdunklung öfters mal dahergenommen. Auch wenn ich einfach ein schlichtes Augen-Make-up machen wollte, habe ich zum Beispiel den hier benutzt von Laura Mercier in Helen. Und einfach ein bisschen dunkel in die Lidfalte, fertig war ich. Also das funktioniert und halt, wenn man sich das so anguckt, das ist einfach gigantisch schön. Diese Duochromes, auch dieses Blau, das wollte ich euch noch swatchen. Dieses Blau, es ist einfach geil. Habe ich euch das gerade geswatcht? Nee, habe ich nicht. Ich bitte euch. Also für mich ist das absolutes Blau ausreichend. Was sind meine Swatch-Tücher? Ich weiß nicht. Sie waren doch mal da. Dann nehmen wir doch die Evelyn feuchte Allzwecktücher. Ja, was anderes bleibt mir jetzt nicht anderes übrig. Also, diese Palette hat auch einen Teil meines Herzens natürlich bekommen in dieser Woche. Auch so, ich finde sie klasse. Ich finde das Farbspiel absolut herbstig. Für mich, es ist wirklich, wirklich gigantisch schön. Ich liebe sie. Ich, ja, habe sie richtig schätzen gelernt. Wirklich, das Einzige, was mir natürlich gefehlt hat, so ein matter, heller Ton, den habe ich aber tatsächlich in der Kylie by Belle Palette bekommen und auch in der Laura Mercier. Die Pigmentierung ist einfach gigantisch. Ansonsten hat mir wirklich so nichts gefehlt. Nichts, was ich hätte anders da machen können mit der Palette. Ich habe ein Schwarz gehabt zum Dunkel machen. Ich hatte ein Dunkelbraun. Ich habe ein Satin Finish Braun gehabt mit. Naja, Glitzerpartikel, wer braucht Glitzerpartikel in matten Tönen? Keine Ahnung. Das war jetzt nicht so gut, aber das habe ich einfach ans äußere Ende gut abgeklopft und fertig. Tolle Palette, meine Empfehlung hat's. Meine lieben Mäuse, schlagt zu, wenn das Harley ist. Alleine wegen diesen ganzen Schimmertönen, die da sind, aber auch die Matten sind gut. Ich swatche euch vielleicht noch dreimal matt. Sie sind aber nicht ganz so gut, finde ich persönlich, wie halt eben wie die schimmernden. Sie lassen sich auch gut verarbeiten, aber man muss halt mehr Arbeit reinstecken, sage ich mal, als in vielleicht. Sie sind ein bisschen kreidig. So könnte ich sie beschreiben. Sie sind ein bisschen kreidig. Sie sind nicht so wie Make-up Revolution puderweich, so richtige seidige Textur, sondern sie sind halt eben eher kreidig. Ja, wenn das. Aber für mich trotzdem ein Schatz, der in meiner Sammlung erstmal bleiben darf. Ja, genau. Dann kommen wir auch zu Laura Mercier. Die habe ich natürlich nur für so helle Make-ups benutzt. Nichts, was ich hätte, ja, ich sag mal, wenn ich ein normales Lidstrich ziehe, mache ich mir ein helles Lid, ein bisschen in die Lidfalte und fertig. Und vielleicht noch meinen unteren Wimpernkranz. Und genau das hat sie gemacht. Mehr habe ich nicht benutzt. Also die matten Töne sind einfach mega gut. Mega gut. Ich finde, da merkt man wirklich, dass es 50 Euro gekostet hat, weil sie einfach sehr, sehr gut sind. Das sieht man, sie sind im Gegensatz, wenn ich die Spotlight anfasse, ne? Die sind total weich und man kann sie einfach total soft ausblenden. Bei der Spotlight muss man sich schon ein bisschen Mühe geben. Hier nicht. Also hier kann es einfach schnell und fertig. Also absolutes Must-have in einer Sammlung, wenn man was Schlichtes. Tolle Pigmentierung, wirklich. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sogar besser als die Make-up. Nee. Die Smashbox Full Exposure Palette, die mochte ich nicht so. Ich habe so eine Stimme, die mich ziemlich nervig klingen lässt. Ja, das habe ich jetzt nicht selber gesagt. So, für mich sind diese Umverpackungen für die Tonne. Ich brauche sowas in meinem Leben nicht. So, dann kommen wir auch zu der Kylie by Belle. Ich habe den Highlighter des Öfteren benutzt.
Den hier, den benutze ich sehr, sehr gerne. Für mich ist diese Palette, ja, man muss sie nicht mehr unbedingt haben. Ich meine, ich habe schon diese Töne satt, sage ich mal. Aber wenn ich mir was Movie geschminken möchte, dann ist die Palette gut. Deswegen habe ich die große abgegeben. Ich habe hier schon richtig coolen drinne und ich denke, für mich reicht das. Und ein Roségold haben wir eh haufenweise. Deswegen durfte die Palette bleiben und alle anderen Farben, so schön sie auch sind, ich habe sie irgendwie da. Ich hatte noch einen zu Everspiegel mit dabei. Ich weiß gar nicht aktuell, ob der verkauft wird. Super praktisch, um auch zu gucken, ob man hier so den Teil seiner Ohren mitgemacht hat oder sowas. Also war sehr, sehr, sehr praktisch, sich überall schminken zu können, wo man wollte. Den kann man nämlich auch so ein bisschen aufstellen. Mama hat zwar einen Spiegel, aber man kann ja nie genug haben. Zu den Pinseln kommen wir, glaube ich, später. Die muss ich nämlich heute alle waschen noch. Ich hatte mit dabei einen Nagellack. Das hattet ihr ja gesehen. Aktuell auch trage ich den dunklen roten von Oppie Eye. Den hier. Der ist jetzt leer. Also daraus kommt jetzt gar nichts mehr. Denn ich habe den hellroten von Oppie Eye aufgebraucht in Hamburg. Und ja, bin sehr, sehr glücklich. War viel rot unterwegs. Und jetzt ist da von der Lacombe Ding der rote OPI-Nagellack drinne. Und da ist auch nicht so viel drin. Also der ist ja jetzt bam bam, das sieht man auch, wenn man so ein bisschen ins Licht kommen möchte. Wirklich sehr schöne Farbe. Ich habe ihn mir lackiert am Mittwoch, letzte Woche. Jetzt ist Sonntag, das ist eine gute Haltbarkeit. Man merkt schon an, ja, man könnte schon wieder lackieren. Das hätte ich aber auch gestern machen können, wenn ich nicht zu faul gewesen wäre. Dann habe ich den noch dabei gehabt und den finde ich auch super schlicht, super einfach. Ich finde, ein bisschen sieht er aus wie Durchfall auf den Fingernägeln. Ticken heller würde er mir noch besser gefallen. Vielleicht mische ich noch ein bisschen Weiß mit rein. Ich habe so ein helles Blau. Vielleicht mische ich den einfach noch dazu, dass er trotzdem matt bleibt, aber ein bisschen heller wird. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist nicht ganz so Durchfall. Mit dabei hatte ich auch den hier von Trended Up Ultra Quick Dry Top Coat. Ich muss sagen, bei der Hälfte ist er schon etwas zäh und wirklich sehr zäh, flüssig. Ich habe da jetzt Tropfen reingemacht und trotzdem zieht er so ein bisschen Fäden. Seht ihr das? Wobei, ja, noch mehr Tropfen möchte ich da jetzt aktuell nicht reinmachen. Und als Unterlack hatte ich den hier dabei. Tolle Kombination, hat mir super gut auf den Nägeln gefallen. Kann ich nur empfehlen. Dann, meine Mascara neigt sich leider dem Ende zu. Ich merke das richtig, obwohl da noch Produkt drin ist. Ich werde sie morgen früh mal ins heiße Wasser stellen, damit da noch genug Produkt rauskommt. Und wenn sie dann leer ist, ist sie leer. Ich habe Ersatz, also ich habe zwar nicht diese Mascara drauf. Das ist wirklich einer meiner liebsten Mascaras 2019 gewesen. Ich finde, die hat die schönsten Wimpern bei mir gemacht. Habe ich heute nicht drauf. Aber ich finde, es kommt sehr nah der, die ich sonst als benutze, also sonst benutze ich die immer. Und die Paradise Ecstatic von L'Oréal, die hat auch so ein ähnliches Bürstchen, muss ich sagen. Und die kommt der auch sehr nah. Also falls man nicht an LR raus, ra, dran, sag mal, rankommt, kann man sich gerne die Mascara von L'Oréal angucken. Die kommen sehr nah. Ich finde trotzdem aber einen Ticken besser die LR. Ja, das ist mein Wort zum Sonntag. Neu zugelegt habe ich mir drei Liner, eigentlich fünf. Zwei habe ich da gelassen, einmal in Braun und einmal in Grün, meine Mama. Ich habe diese drei. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich einen festlichen Look mit diesen Kajalstiften mache. Und zwar für meine Wasserlinie, was aber nicht gut geklappt hat. Ich habe sie ja nämlich schon vorher ausgetestet. Das ist jetzt eine goldene von Essence. Das ist Long Lasting Eye Pencil, 18 Stunden Waterproof. Er hält tatsächlich unten an der Wasserlinie, nicht auf der Wasserlinie direkt. Man kann es einfach an den Wimpernkranz bringen und dann hält er. Dann habe ich Rosy and Goldie. Super schöne Farben, wirklich. Das ist jetzt der hier. Super schlicht und man kann wirklich was draus machen. Ich weiß ja, dass Essence einen blauen und einen grünen und einen braunen hat. Meine Tante hat sich den in blau und braun mitgenommen. Eigentlich für die Wasserlinie. So eine Gelformel gab es nicht mehr. Außer von L'Oréal. Und das hat dann 6 Euro gekostet. Oder bei Max Factor. Ich weiß es nicht mehr. Mal gucken. Ich muss mal nochmal in die Drogerie schlendern und gucken, ob es hier eben so eine Gelformel gibt. So wie hier. Gel. Ja, das gab es doch früher so gut. Weil das sind meine liebsten Stifte für die Wasserlinie. Also das sind sie.
diese Essence Liner. Und ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Ich würde euch Lux damit schminken wollen zu Weihnachten und Silvester, denke ich. Einen silbernen habe ich nämlich auch von Essence. Auch von dieser Reihe. Und der sieht dann so aus. Grün werde ich mir nicht mehr zulegen. Für Silvester kann ich mir den gut vorstellen, auch als Unterlage. Man weiß ja, man hat so viele, keine Ahnung. Die packe ich mal schon mal weg. Die finde ich gut, aber eben, wie gesagt, nur aufs bewegliche Lid als Liner. Den Grün hatte ich mal als Liner benutzt. Und ich finde auch als Liner und als, was noch? Halt eben unten drunter. Dann mein Primer. Da wisst ihr, ist eine große Liebe. Zwar nicht unter eine Gesichtscreme. Also wenn ich eine Gesichtspflege aufgetragen habe, benutze ich ihn nicht so gerne, weil ich das Gefühl habe, es schiebt sich rum. Aber ohne Foundation, also ohne Creme unten drunter, funktioniert das super. Liebe ich. Mein Puder ist heiß und innig geliebt worden. Von allen Gesichtern. Mein Fixierungsspray fand ich ganz, ganz gut. Ich hatte auch ein unten drunter Fixierspray. Das habe ich jetzt Mama da gelassen, damit sie ihre Pinsel anfeuchten kann. Weil meine Mutter tut sich gerne schminken. Dann habe ich wahrscheinlich noch einmal zur Einmalverwendung mein Essence Primer. Ich habe den schon meiner Tante empfohlen. Und meine Mutter hat sich den nachgekauft und meine Tante. Und ich habe es noch sein gelassen, weil ich gedacht habe, brauche ich erstmal nicht. Denn ich habe hier noch zig Primer für die Augen liegen. Das ist aber absoluter Knaller und mein Favorit. Also er ist leer. Ich kann vielleicht höchstens zweimal meine Augen noch damit schminken. Dann habe ich das hier benutzt. Das werde ich jetzt heute aussortieren. Das ist von Maybelline. Ich finde, nach dem dritten Tag, nach dem zweiten schon, habe ich einfach extrem Orangestich. Ich finde, das war irgendwie nicht so ganz sichtbar. Ich habe eher gedacht, ich habe einen grünen Stich. Vielleicht ein Blaustich. Nee, es ist tatsächlich orange und das sieht aus, als hätte ich selbst Bräuner benutzt, wenn ich ungeschminkt bin. Nicht so mein Ding. Ich werde versuchen, vielleicht ist es beim anderen Typen eher weniger so. Bei mir ist es extrem orange. Also ich sehe es immer noch. Also es ist jetzt eine Woche vergangen. Ja, Sonntag letzte Woche oder Montag letzte Woche habe ich es mir drauf gemacht und ich sehe immer noch dieses Orange, ne? Als hätte ich selbst Bräuner benutzt und es ist in meine Augenbrauen gelandet. Die Rede ist von Tattoo Brow Long Lasting Tint von Maybelline und zwar in der Farbe Light Brown. Das geht auch auf jeden Fall raus aus meiner Sammlung. So, dann habe ich ja ganz kleines bisschen Pröbchen mitgenommen für mich. Und zwar ist es von Arne Jacke, der Primer, den finde ich echt gut. Also ich habe ihn überwiegend für mich nur benutzt, an die Poren hier. Toll, schön geblurrt, schön wunderschön, sah ich aus. Gefällt mir gut, lasse ich auch in diesen kleinen Tiegel. Da muss ich nicht immer den großen aufmachen, damit er eintrocknet. Also das wird jetzt erstmal so bis ich mein Projekt aufbrauchen gemacht habe da zu Ende. Der Concealer von, das ist ja eine riesen Camouflage. Die neigt sich so dem Ende. So langsam sieht man die Löcher. Gerade eben habe ich ein Loch gestopft. Aber so langsam kann man, finde ich, auch erkennen, dass ich ihn benutze jeden Tag. Soweit es halt geht. Da kann man so ein bisschen sehen. Und ja, was soll ich sagen? Er gefällt mir ganz gut für die untere Partie, aber nicht ganz am Auge. Da würde ich lieber was anderes benutzen. Zum Aufhellen ist er ideal. Ich würde ihn mir natürlich nicht nachkaufen, aber den gibt es ja eh nicht. So viel brauche ich da nicht drum schwätzen. Was Neues in meiner Sammlung ist auch hier totale Jahresempfehlung, kann ich euch sagen. Ich könnte eigentlich schon fast meine Favoriten jetzt drehen. Catrice Gold Reflecting Nail Polish. Ich kann ihn ja mal drauf machen und euch dann zeigen. Ich finde unterm schwarzen oder lilanen, dunkellilanen Nagellack, man kann ihn auch sicherlich einzeln tragen. Der ist gut deckend, obwohl er nur Reflektoren drin hat. Für Silvester, schaut mal. Wenn man sowas... Eigentlich sieht das fast schon schlicht aus. Das will gar nicht meinen kleinen Finger einfangen. Eigentlich sieht das schlicht aus. Ist die Nummer 08. Ich besitze schon 1, 2, 3, 4 davon. Das ist der fünfte in meiner Sammlung. Vielleicht könnt ihr das besser sehen, wenn ich euch den so zuhalte hier. Dann reflektiert das nicht so. Ich finde... Es ist gigantisch schön. Aber was soll ich sagen? Es ist gigantisch schön und absolute Empfehlung. Ich kaufe die Dinger ständig nach. Also ich habe, wie gesagt, jetzt schon die fünfte Farbe, weil ich sie einfach gut als Topper finde, wenn man nur einen Finger machen will oder auch als Gesamtbild. Weil schaut mal, wie das reflektiert, ne?
und die trocknen gut. Die sehen gut aus und man kriegt sie vor allen Dingen gut ab. Das ist mir schon das A und O. Auch super schön. Super, super schön. Dieses Ding rettet mein Leben. Also hätte ich das nicht, wahrscheinlich würde ich da sitzen und immer noch Pinsel waschen. Ja. Das war sehr klug. Ich benutze das Teil, das ist von Catrice, aber gibt es auch von Rossmann, 2 Euro günstiger. Ich benutze das immer, immer, immer für meine Pinsel. Ich habe sie nicht geschafft, sauber zu machen. Sie sind immer noch dreckig. Ich habe sie mit einem Desinfektionstuch abgenommen. Auch so eine neue Errungenschaft ist ein Schwammapplikator. Für metallische Lidschatten, die man unten aufs Lid bringen möchte, ne, da benutze ich den Applikator, setze ihn hier nur an die Kante und schmier das sozusagen dahin. Oder wenn ich so viel Glitzer wie da haben möchte, aber komplett auf eine, ne, auf das komplette Lid, richtig beweglich, dann, meine Lieben, dann ist so ein Schwammapplikator echt hilfreich. Den kann man ganz gut reinigen. Der hat, meine ich, 1,20 Euro gekostet bei Rossmann. Super Teil. Also wirklich, ein Schwammapplikator sollte jeder haben, denke ich, in seine Sammlung. Gerade wenn man mit Glitter arbeitet und so. Und das Teil auch. Das ist, wie gesagt, ein It's Magic Teil. Das ist eigentlich nur so ein, man könnte auch eigentlich ein Schwamm in eine Dose stecken. Ein Reinigungsschwamm für die Töpfe. Ja, hat genau dieselbe Struktur, würde ich mal behaupten. Bei den günstigen Schwämmen. Total zu empfehlen. Dann mein Beauty Blender. Ja, der hat schon echt 3 Gesichter in seinem Leben geklopft. Der neigt sich dem Ende. Ich denke, dass ich ihn nach dieser Woche aussortieren werde. Ich werde ihn noch benutzen. Er war schließlich, ich wollte noch ein Video zu meinem Jahresfavoriten 2016 machen. Da wäre er auch drin. Ich finde diese Kante einfach optimal, um hier so schlichte Arbeiten zu machen, um an der Augenbrauen zu arbeiten. Ja, diese Spitze ist so spitz, dass ich trotzdem richtig schön. Er ist richtig fluffig, ne? Aber die die Amazon-Schwämme, die ich mir bestellt habe vor einigen Monaten, die sind genauso klasse. Also ich würde lieber immer wieder die Amazon-Schwämme kaufen, wie jetzt den hier, nur wegen der Kante. So, dann Benefit habe ich auch öfters benutzt. Was ich allerdings nicht gemacht habe, benutzt, habe ich diesen Velvet Eyeshadow leider nicht. Von Catrice, mal gucken. Ich mache ihn mir jetzt in diese Woche rein und wenn ich ihn bis dato nicht benutzt habe, dann fliegt er einfach aus meiner Sammlung. Das Leben ist halt nun mal kein Ponyhof. Dann habe ich auch super gerne diese cremige Textur. Ich sehe einfach, dass sie gerade schmilzt, daher schmilzt. Von Benefit und Models Co. zusammengemischt und auf meine Wangen aufgetragen. Und darüber habe ich den Highlighter nochmal neu pressen müssen von Joy. Mein Gott. Ich habe gar kein Tuch mehr zur Verfügung. Der bröckelt einfach. Das ist der Wahnsinn. Der ist komplett mir auseinandergefallen. So sieht er aus. Ja, was soll ich sagen? Ich mag ihn eigentlich nicht. Also ich mag goldene Champagnertöne, ja, als Highlighter, aber das ist mir einfach zu goldig. Es ist mir einfach zu goldig. Es ist zu intensiv goldig. Es hat grobe Glitzerpartikel. Ich würde mir auf jeden Fall kein Joy Highlighter kaufen. Also wenn alle so sind. Ich weiß ja, dass jeder von diesem Zitronenteil, Zitronella oder sowas, geschwärmt hat. Rose Gold ist überhaupt nicht meins. Ich bin froh, dass er in meinem Projekt ist, sonst würde ich ihn wahrscheinlich gar nicht aufbrauchen. Ich glaube, der ist in meinem Projekt drin. Ja, ist okay. Ist eine kleine Probiergröße mit 2 Gramm. Hallo, 2 Gramm und ich benutze ihn so, so oft. Und habe erst vor 2 Wochen ein Hitte-Pen erreicht. Also das ist manchmal echt der Wurm drin, ne? Dann habe ich mit dabei gehabt ein Camouflage oder ein Concealer Anti-Irgendwas-Stick. Den habe ich öfters mal hier an den Kinn getragen oder bei meinen Rötungen großzügig aufgegeben. Ist in Ordnung. Nachkaufen würde ich mir nicht. Ich benutze einfach Concealer. Ja, tolles Teil für solche Applikationen. 003 passt auch. Trage ich aber immer unter der Foundation, damit es trotzdem noch ebenmäßig aussieht. Dann habe ich kein einziges Mal das hier benutzt. Das ist echt eine Schande. Das hier von Benefit da. Ja, ich muss dranbleiben, sonst wird das nie was. Von Becker habe ich auf jeden Fall, also Becker ist ja nicht mehr drin, sondern es ist drinne von Benefit, der Konturstick, also der Bronzing Stick in Hoola. Richtig schönes Teil. Gefällt mir einfach super gut. Ich würde es tatsächlich, wenn es einen Schnapper geben würde, würde ich ihn mir nochmal kaufen. Ich habe jetzt aktuell noch einen von Maybelline da. Da. Das ist auch so ein ähnlicher Stick, würde ich sagen, nur ein bisschen dunkler.
Ja, ein bisschen dunkler ist er schon. Das ist von Maybelline und das ist jetzt der normale Benefit. Und ich muss sagen, ich liebe Creme Contour derzeitig. Es gefällt mir, es sieht gut aus. Heute nicht benutzt. So gut gefällt es mir. Nein, es gefällt mir tatsächlich gut. Ja, der Bronzer hier von Kiko. Ich glaube, ich sortiere ihn tatsächlich aus. Es sieht auf meiner Haut ziemlich orange aus. An sich ein toller Bronzer. Wirklich mit einem leichten Sheen auch. Aber den Sheen, der fällt nicht auf. Der ist einfach nur so ein Zettenfinish. Wisst ihr, was ich meine? Sortiere ich aus. Ja, der kommt auf jeden Fall aus meiner Sammlung jetzt raus. Es sieht einfach orange aus. Bei meiner Mutter sah er nicht orange aus. Wisst ihr, was ich meine? Das muss ja dann an meiner Haut liegen. Ja, genau. Ich zeige euch auch gleich mal im Groben meine Foundation. Benutzt habe ich von Estée Lauder Double Wear in der, wie heißt die Farbe? 3N2 mit Essence Foundation. Insta Perfect. Tolle Mischung, gefällt mir, werde ich aufbrauchen und gut ist. Für die Augenbrauen habe ich tatsächlich benutzt. Mein Augenbrauenstift, seht ihr, wie klein er ist, von Avon. Mag ich super gerne, ist auch so das einzige Produkt, was ich richtig gerne mag. Make Me Brow mag ich auch super, super gerne. Und in letzter Zeit mag ich das auch, wenn ich meine Augenbrauen hier so aufstelle. Aufstelle und dann so hinkämme, aber eher so, das ist, sieht irgendwie natürlich aus. Keine Ahnung. Finde ich gut. Dann habe ich den hier. Den habe ich einmal, glaube ich, für die Categories benutzt. Mehr nicht. Dann habe ich einige Parfümproben, sehe ich noch mitgenommen, obwohl ich, ja. Omega. Leer ist und auch hier. Juvena ist leer. Auf Schwieder. Und Angel Mas Muse. Magla habe ich mitgenommen. Sonst habe ich 8 Pröbchen meiner Tante geschenkt. Sie mag Parfüm auch. Mein Kajalstift von zu Eva ist so mini. Meine Tante hat es gefeiert. Deswegen wollte sie sich auch so ein Gelpinsel holen. Den, glaube ich, würde ich mir nachkaufen. Wenn ich mal bei zu Eva oder bei Douglas bestelle, würde ich mir den tatsächlich nachkaufen. Er ist so besonders schön. Ich kann euch das gar nicht sagen. Er ist so besonders schön. Er gefällt mir einfach unheimlich. Wenn man ihn verblendet auf der Wasserlinie, hält er den ganzen Tag, ja? Man kann den oberen Wimpern ganz, er trocknet einfach und er ist da. Er ist einfach verdammt nochmal auf meinen Lidern auch zu sehen. Seltenst benutzt, öfters benutzt, jeden verfluchten Tag der Woche habe ich diesen Puder Rouge benutzt. Man sieht richtig die Kuhle, aber es passiert keine Hede. Pen, Mann. Könnte fast ausflippen. Der hier, den schmeiße ich jetzt raus. Er ist zwar immer noch gut, aber bei mir 50 zu 50 kann ich mit dem nicht arbeiten. Kann mit dem nicht richtig arbeiten. Den habe ich des Öfteren verwendet, so ein Stick, aber ich finde, Glitzer hat nichts in einen Zuckercrab verloren. Das habe ich auch tatsächlich kein einziges Mal benutzt, weil ich so viele Pröbchen dabei hatte. Dann habe ich den Anspitzer natürlich So, meine gehabt. Lieben. 35 Minuten, zweites Video fängt an. Ich habe mit dabei gehabt diese Pinsel hier. Einmal hatte ich die 232 Luxe Classic Shader. Dann habe ich gemerkt, aha, damit kann man sehr gut Pigmente aufbauen. Ich bestelle mir den nochmal nach. Ich habe ihn bei Kleiderkreisel ziemlich günstig gefunden und als Set mit noch einem zweiten. Nee, den habe ich alleine gefunden. Ich glaube, ich habe insgesamt 6,50 € bezahlt, irgendwie sowas. Ist in Ordnung, war neu und kann ich nicht meckern. Dann hatte ich eine Bürste dabei. Ich habe noch den Buffing Brush, den Flat Kabuki F80 dabei gehabt. Ja, hätte nicht unbedingt sein müssen. Habe jeden Tag zwar meine Foundation damit gemacht, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Sigma überzeugt mich von der Qualität ehrlich gesagt nicht. Er ist schon einige Jahre alt, aber trotzdem überzeugt er mich nicht. Ich finde, da kann man auch BH Cosmetics haben. Als Puder- und Bronzerpinsel habe ich tatsächlich von BH Cosmetics die 2 benutzt. Gleich, ich bin gleich fertig. Als Puder, oftmals hier unter den Augen, und als Bronzer habe ich den BH Cosmetics Nummer 1 benutzt, den ich immer noch sehr gerne mag. Dann hatte ich von Morphe M441 dabei, super geil als Übergangsfarbe, als große Verblendung, als hellen Lidschatten auftragen, richtig gut. Dann hatte ich von zu Eva mit dabei den hier, das ist die F221 Luxe Soft Crease. Und die 227 Luxe Soft Definer ist wie die 217 von MAC. Habe ich nicht.
Brauche ich nicht. Gibt auch günstigere Alternativen. Dann hatte ich da noch einen Lidschattenpinsel. Ihr seht, die sind total misshandelt, weil die waren eine Woche lang in Benutzung ohne Wäscherei. Den könnte ich eigentlich aussortieren. Ich habe nämlich neue. Der geht auch raus. Also das ist von Terra Naturi für so kleine Feinarbeiten hier. Richtig toller Pinsel. Ich trenne mich trotzdem von ihm, denke ich mal. Zum Auftragen von Lidschatten habe ich von Evelyn den genommen. Der ist nicht mein Favorit. Kommt auch weg. Dann habe ich für Highlighter, ich finde den so edel und so schön, den gab es mal zur Palette dazu. Finde ich toll, behalte ich auch. Dann habe ich einmal meinen Augenbrauenbogen damit gehighlightet. Ich glaube, man sieht auch noch, dass Produkt drauf war. Ganz toller Pinsel, ganz einzigartig. Auch wenn man Puderpartikel irgendwie auftragen will oder irgendwas wegfegen will. Mama, ich sehe es nicht. Was? Das kann man nicht sehen. Kann man nicht sehen? Nee. Schade. Ich dachte, du kannst mir jetzt sagen, ob das schön aussieht oder nicht. So, dann haben wir den Pinsel. Den von Evelyn. Ja, ich könnte den auch mal aussortieren. War für Rouge. Ich glaube, ich habe sowas Ähnliches. Ich muss mal gucken. Ich muss nochmal alle Pinsel auf einen Haufen werfen und nochmal aussortieren. Auf diese könnte ich mittlerweile, denke ich, auch mal verzichten auf zwei Stück oder sowas, weil ich mir sowas Ähnliches nochmal anders da bestellt habe. Das ist von Morphe M506. Ich, ja, werde mal gucken. Dann habe ich noch so einen kleinen Detail-Shader. Auch den werde ich erstmal behalten. Finde ich gut. Das Bürstchen könnte ich aussortieren, weil ich habe sowas am Pinselchen dran. Und könnte ich, ja, war jetzt von Evelyn oder von BH Cosmetics. Als großen Lidschattenpinsel, um einfach einen hellen Ton aufzutragen aufs bewegliche Lid. Hier 220 Lux Grunt Shader, ganz toll. Oder um die Augenbrauen zu highlighten. Oder wenn man auch zu viel Produkt hat, einfach es abzunehmen. Wisst ihr, was ich meine? Funktioniert super. Dann habe ich ein Concealer Buffer 142 für den Innenwinkel benutzt. Meine Mutter auch unter die Augen oder wenn ich Pickele hatte, ne? alles und meine Mutter im Innenwinkel und auf dem kompletten Lid die Eyeshadow Base mit aufgetragen. Für den unteren Wimpernkranz habe ich den Smudger super gerne benutzt, weil er einfach ziemlich präzise ist, ziemlich festgebunden, kleine Borsten hat und nicht so piekig ist. Und die letzten vier Pinsel, einmal von Morphe. Super als Bronzer, Blush und etc. Pinsel. Wirklich ganz, ganz toll aus der Elite Collection. Die 48. Ich finde, der Stiel könnte ein Ticken kürzer sein, aber sonst optimal. Dann haben wir hier noch den für die Kontur benutzt. Und den hier, die 231 Luxe Petite Crease. Und noch so einen ganz, ganz feinen Pencil Brush. Und den hier für Highlighter. Muss aber alles nicht sein. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, die Review von meiner Schminktasche hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ihr Mäuse.